könnte vor Aufregung gerade ein bisschen weinen. Schwanger wäre in dem Fall zwei Striche. Du, ich warte hier einfach draußen, gell? Okay. Eieiei. Also das ist der Timer. Schon bei einer Minute. Oh, ich kann gar nicht hingucken. Ich bin auch total aufgeregt. Okay. Was ist jetzt schon eins da? Nee. Oh. Jetzt ist eins da. Echt? Ja. Heute ist ein wichtiger Tag für Maike. Vor ungefähr 3 Wochen waren wir zusammen bei der Insemination der künstlichen Befruchtung in der Kinderwunschklinik. Jetzt spritzig. Und jetzt nochmal tief Luft holen. Die nächsten Wochen werden spannende Tage für mich. Und heute darf sie ihren Schwangerschaftstest machen. Ich bin sehr gespannt, wie es ihr heute geht, denn ich weiß, in den letzten Tagen war es ein ziemliches Auf und Ab bei ihr. Ich bin bei Tag 8, also mir geht es richtig schlecht. Ja, man macht sich dann halt schon die Gedanken, ist das jetzt das Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert hat oder ist es das Zeichen, dass es funktioniert hat? Und unabhängig von dem Testergebnis heute, hat sie auch noch Neuigkeiten, die ihre kompletten Pläne mit dem Kinderwunsch durcheinanderwirbeln könnten. Guten Morgen. Morgen. Na? Komm rein. Ich komm erst mal rein. Maike, erzähl mal, wie geht's dir denn? Die letzten 2 Wochen, das war schon richtig Folter. Mhm. Also, diese Ungewissheit, meinst du? Genau. Das ist schon ein großer Schritt eigentlich, ne? So. Ja, schon. Also vor allem, wenn er jetzt positiv ist. Dann auf jeden Fall, ja. Also, ja, ich weiß auch noch gar nicht so, wie ich dann reagiere. Ich weiß nicht, ob es dann so Erleichterungstraining gibt oder ob es Freudentraining gibt oder ob es halt, wenn er negativ ist, wird es wahrscheinlich eine große Enttäuschung sein. Mhm. Hast du jetzt eigentlich für heute, hast du jetzt extra Schwangerschaftstests gekauft? Ja. Magst du die mal holen? Weil ich habe ehrlich gesagt noch nie einen in der Hand gehabt und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie die funktionieren. Vielleicht kannst du es mir vorher einmal kurz erklären, worauf wir eigentlich achten. Ich habe selber noch nie einen gemacht. Worauf wir achten müssen. Okay. Also. Wie funktioniert das? Man hat hier so dieses Stäbchen. Und da pinkelt man dann drauf. Man kann, glaube ich, auch in einem Becher pinkeln und kann es dann reinhalten. Also man steckt das dann wieder zusammen und dann dauert es 5 Minuten. Dann gibt es hier so Striche. Mhm. Und das ist ähnlich wie beim Corona-Test. Beim Corona-Test. Und schwanger wäre in dem Fall 2 Striche. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen, könnte vor Aufregung gerade ein bisschen weinen. Echt? Ja, ich bin gerade, bei mir staut sich gerade irgendwie so ein bisschen alles an. Mhm. Ja. Also wäre es vielleicht das Allerbeste, wenn du das jetzt einfach, wenn du diesen Test hinter dich bringst und dann, oder? Was denkst du? Ja. Ja, eigentlich schon. Also dann hast du zumindest Gewissheit, ne? Ja. Und da pinkelt man dann drauf. Mhm. Und dann hofft man, dass man 2 Striche hat. Ja. Die Spannung steigt. Mhm. Du, ich warte hier einfach draußen, gell? Okay. Das ist richtig aufregend. Oh. Maike? Ja. Alles gut? Ja. So. Okay. 1 Strich ist schon mal da. Ja. Das würde negativ bedeuten. Mhm. Was geht gerade in dir vor? Ich kann es nicht definieren. Keine Ahnung. Also ein bisschen so. Ist es nicht? Also das ist der Timer. Jetzt schon bei einer Minute. Jetzt ist es ein bisschen wie beim... Man sieht einen ganz leichten Strich. Ich dachte es auch gerade schon, aber ich wollte es nicht sagen. Aber man fängt so an, das so zu... Zu deuten, ja. Aber eigentlich müsste da wahrscheinlich ein richtig großer, starker Strich da sein. Das denke ich mir auch. Also jetzt sind 2 Minuten vorbei. Ich weiß immer nicht so, ob das ein Schatten ist. Also es ist ja noch nicht ganz vorbei, ne? Es sind jetzt...
fast 3 Minuten. Und da steht ja, nach 5 Minuten haben sie ihr Ergebnis. Na, aber das sieht man ja. Also das ist ja wirklich fast gar nichts. Wie ist das gerade für dich? Schrecklich. Ja, nee, also... Ja, man hat ja irgendwie damit gerechnet, ne? Mhm. Aber ja, muss halt davon ausgehen, ne, dass das nicht geklappt hat. Ich bilde mir auch ein, dass da ein leichter roter Strich ist, aber ich weiß, also es ist genau der Punkt, ne? Man fängt immer so an, das sich so zu deuten, aber jetzt sind gleich die 5 Minuten ja vorbei. Richtig eindeutig ist es auf jeden Fall nicht, dass es so, dass da ein Strich ist. Also, jetzt sind die 5 Minuten vorbei, genau. Ja. Was denkst du? Nochmal einen zweiten Test machen? Ja, ich mach nochmal einen zweiten Test. Ja, ich überlege gerade, ob es halt sinnvoller ist, morgen früh zu testen, wenn da in der Früh der HCG-Wert, oder jetzt dann nochmal. Mhm. Sollen wir einen digitalen Test machen? Das hatte ich tatsächlich auch schon überlegt, ja. Kann ich losfahren, dann haben wir digitalen Test. Ja. So mit schwanger, nicht schwanger, wo es denn drauf steht. Also ist schon echt bescheuert. Jetzt weiß ich, warum es digitale Tests gibt. Ich denke mir manchmal so, warum sollte es nicht? Warum sollte es nicht funktionieren? Ja, ne, andere werden halt einfach so mal schnell. Und dann auch noch Schuss. So konzentriert. Ja, und so genau. Geplant. Und so geplant, ja. Unter ärztlicher Aufsicht sozusagen, dann denke ich mir, die Wahrscheinlichkeit müsste doch eigentlich sehr hoch sein, dass es funktioniert. Eigentlich schon, ne? Möchte man meinen. Das ist die Natur, die ist wirklich unberechenbar. Wo bleibt die Frau mit dem Test? Ja. Oh. Das ist schlimmer wie so eine Prüfung in der Schule. So, und dann gibt es noch Neuigkeiten, oder? Ja. Dass du jemanden wieder getroffen hast. So war das, ne? Jemanden, den du schon länger kennst. Genau, ja. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal, wer das ist und was sich da ergeben hat. So. Ja, genau, ja. Wir haben früher zusammen Fußball gespielt. Ja, dann ist irgendwie so der Kontakt geblieben. Und dann war es so, dass wir halt Anfang des Jahres, hat man sich dann wieder öfter gesehen. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass... Ja. Er hat dich also auch so kennengelernt, genau, eigentlich, ne? Ja. Mit dem Wissen. Er hat mich so kennengelernt und von daher hat er das dann auch so, also hat sich so entscheiden können, ob er das so hinnimmt oder nicht. Und für ihn war das irgendwie gar keine Frage. Aber umso schöner ist es halt jetzt auch, dass man jemanden kennengelernt hat, der dann halt auch sagen würde, er kümmert sich halt auch um das Kind. Ja, was habt ihr denn da überhaupt besprochen? Also er weiß von dem Kinderwunsch, aber hat er dazu irgendwie eine Haltung? Ja, also er sagt schon, ich soll es auf jeden Fall machen, weil er möchte mir die Chance auf keinen Fall halt eben nehmen, nur weil wir uns jetzt zum unpassenden Zeitpunkt mehr oder weniger halt kennengelernt haben. Das heißt, an deinem Kinderwunschplan ändert sich dadurch erstmal nichts, auch Nein. nicht daran, dass du erstmal so für dich 3 Behandlungen maximal festgelegt hast? Ja, das bleibt. Also er hat auch gesagt, ich soll die 3 Versuche machen und es ist ihm klar, dass es nicht sein Kind ist. Ich glaube, dadurch macht es für ihn gerade noch so ein bisschen leichter, weil er halt noch nicht so in dieser Verantwortung ist. Aber wie viele Paare gibt es denn, wo jetzt die Männer oder die Frauen auch die Kinder von den anderen schon so mehr als ihre eigenen Kinder sehen? Und sollte ich schwanger sein, dann merkt man es ja auch irgendwann. Dann laufe ich da mit einer Kugel rum und dann, ja... Bekommt er die Glückwünsche? Ja, genau, bekommt er die Glückwünsche. Wie geht man damit um? Also, das ist halt so, wir wollen schon eigentlich recht offen damit umgehen und sagen so, nee, es ist tatsächlich durch eine künstliche Befruchtung entstanden und von den Fremdsamenspender, weil ich das eben vorher geplant habe, bevor wir zusammengekommen sind. Wie wärt ihr denn damit umgegangen, wenn ihr in Maikes Situation eine neue Partnerin oder einen neuen Partner kennengelernt hättet? Schreibt mir das mal da unten in die Kommentare. Jetzt. Nee. Das Warten hat ein Ende. Zur Testlieferung. Und hast du einen bekommen? Super. Na, dann haben wir hoffentlich gleich Gewissheit. Nochmal digitaler Schwangerschaftstest.
Ja. Okay, der hat so eine Anzeige jetzt. Mhm. Und Plus und Minus. Innerhalb von 3 Minuten wird das Ergebnis im Display angezeigt. Gut. Das ist ein sehr nervenaufreibender Tag. Ja. Eieiei. Ich habe gedacht, man macht diesen Schwangerschaftstest und dann weiß man 2 Minuten später, ob man schwanger ist oder nicht. Aber dass man da so, dass man das so interpretieren muss, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann drücke ich mal auf Start bei dem Timer. Ja. Müsste jetzt eigentlich sowas blinken mit Warten, oder? Ja, so eine Sanduhr. Oh. Das? Also sie blinkt. Die Sanduhr blinkt, okay. Wie aufregend. Was denkst du? Nichts. Nein. Angespannt? Einfach angespannt. Es sind also noch ungefähr 40, 45 Sekunden. Ich kann gar nicht hingucken. Ich bin auch total aufgeregt. So, in 30 Sekunden sollte jetzt hier so ein Ergebnis stehen. Mein Herz gerade geht hier ganz schön. Okay. Was ist jetzt schon eins da? Nee. Oh. Jetzt ist eins da. Echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt echt? Ja. Voll schön! Oh Gott, ja, das ist echt schön. Oh mein Gott. Was? Oh Gott. Erste bis zweite Woche. Es hat tatsächlich geklappt. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist schwer zu glauben, oder? Ja. Erste bis zweite Woche. Geil. Ich war jetzt schon so aufgeregt, ich kann noch nicht mal, ich habe noch nicht mal Freudentränen für das, was ich vorhin gesagt habe. So, keine Ahnung, ich heul, ich flenn, ich... Jetzt gehen mir 1000 Dinge durch den Kopf irgendwie. So, oh Gott, jetzt muss es ja erstmal noch, ich muss es erstmal noch behalten und, oh krass, das hat beim ersten Mal funktioniert. Ich glaube, ich werde es ja später realisieren. Jetzt ist es ja erst der Beginn der Reise. Ja, so, ja. Mein Gott, ich bin schwanger. Das ist toll. Was passiert denn jetzt eigentlich? Was hast du jetzt alles vor? Du sagst es jetzt natürlich im Rahmen dessen, wie du das für richtig hältst, irgendwie Leuten aus deinem Umfeld. Ja, also das schon, genau. Also ich werde es auf jeden Fall sagen. Mhm. Weil auch wenn es dann ein Abgang wird, dann rede ich da auch drüber, definitiv. Aber ich möchte mich halt einfach so sehr freuen und will das genießen, diese Freude. Ich finde das irgendwie so ein bisschen, so die ersten 3 Monate sagt man immer so, ja, haltet es noch geheim, jeder hält es noch so für sich, weil ja noch alles passieren kann. Aber es ist ja doch irgendwie was Erfreuliches. Und so der enge Freundeskreis, die ja eh schon wissen, dass ich die künstliche Befruchtung hatte und die darauf warten, die fiebern ja alle mit. Also genau, denen werde ich es am Freitag sagen, da feiere ich im kleinen Kreis meinen Geburtstag. Mhm. Und da habe ich gesagt, da sind dann alle wichtigen Leute da und da wird es dann mitgeteilt. Ach schön. Wir werden Maike natürlich weiter begleiten und euch hier auf dem Kanal davon erzählen. Deshalb lasst unbedingt ein Abo da und zwar da unten. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht unser nächstes Video, in dem wir uns damit auseinandersetzen, warum es für Single-Frauen so schwer ist, in Deutschland alleine Mama zu werden. Alle Filme von Maikes Weg zum Baby findet ihr hier. Bei Carina war es ganz anders. Sie hat ein Kind bekommen, sich aber entschlossen, es zur Adoption freizugeben. Auch ein sehr emotionaler Film, den findet ihr hier. Anna von Reporter hat 2 blinde Mütter getroffen. Wenn ihr wissen wollt, wie Fabiana und Jessica ihr Leben mit den kleinen Kindern meistern, dann schaut mal da.